Well, I mean, I think that was probably some of the genius of, you know, what his campaign staff was about. Was that they das war die Genialität seines Wahlkampfbüros. Sie wussten, sein Publikum zu erreichen. Er war ja ein Musiker und er gehörte zur Rockgeneration. Der erste Präsidentschaftskandidat dieser Generation. Das haben sie benutzt, um Stimmen zu kriegen. Aber das war ja ganz natürlich, denn er mag diese Musik wirklich. Dieser Rockmusiker ist auch ganz interessant. Angeblich ist er der illegitime Sohn von Jerry Lee Lewis, ein phänomenaler Pianist. Er spielte in der Wahlnacht. Aber Clinton wurde selber zu einer Art Rockmusiker, als er zur öffentlichen Figur wurde. Das wurde seine Rolle. Einer der interessantesten Momente war, als Perot sich aus dem Wahlkampf zurückzog. Das war der Moment, als Clinton aufhörte, ein Niemand zu sein und ein Star wurde. Vom Typ Rockmusiker. Plötzlich mussten ihn alle ernst nehmen. Vorher konnte er keine Kameras dazu kriegen, ihm zu folgen. Und jetzt klebten sie alle an ihm. Das zu erleben, ist ein elektrisierender Moment. Für jeden, der in eine solche Rolle hineintritt und plötzlich berühmt wird, egal ob Musiker, Politiker oder Schauspieler, ist die entscheidende Phase der Tag davor. Dann müsste man in die Psyche blicken können. Wir versuchen in unseren Filmen, ein Gefühl zu vermitteln von dem, was vorgeht, und zeigen Aspekte unserer Kultur. Wir interessieren uns für die Beziehung zwischen Performer und Publikum. Danach suchen wir in unseren Filmen, auf individuellere Weise als andere Filme das tun. Das Mädchen, das weint, ist so ein Beispiel. Oder es gibt eine bemerkenswerte Szene in dem Depeche Mode-Film. In einem Song begeht ein Mädchen Selbstmord. Und man sieht im Publikum ein Mädchen, das das schauspielerisch mitvollzieht und wie es weint. Das ist das Bewegendste, das man je gesehen hat. Das ist so eine Beziehung. So etwas kann ein Performer im Publikum bewirken. Und es gibt unterschiedliche Publikumstypen.
In den 60er Jahren war das Publikum viel individualistischer. Irgendwie hatte jeder noch seinen ganz eigenen Raum für seine Beziehung zu dem Performer auf der Bühne. Everybody was kind of in their own space and dealing with the performer on stage. Das hat mich wirklich umgehauen in dem Depeche Mode Film und auch in dem Westernhagen Film. Das Publikum agierte als Masse gegenüber einem gottgleichen Performer. Das war erschreckend und zugleich faszinierend. Insbesondere in dem Depeche Mode Film, weil die Leute sich in Schwarz und Weiß kleideten wie in Uniformen. Das war ein unglaublich theatralischer Effekt. Here we go. Come on. Marius hatten wir nie zuvor gesehen. Wir kommen ja aus den USA. Wir sahen ihn erst bei einer Probe in Hamburg, 5 Tage vor dem ersten Konzert. Und bei der Probe spielt man nicht voll aus. Und ich sagte zu dem Produzenten, machte das so auch auf der Bühne. Die Bühne war monumental. Das war die größte Bühne, die wir je gefilmt haben. Bleibt er in der Mitte stehen, wie bei der Probe? Oder was macht er? Und der Produzent sagte, nein, nein, er läuft überall rum. Und dann war es soweit. Es war so, wie wir The War Room gefilmt haben. Oder irgendeines der anderen Konzerte. So, wie wir wirkliches Leben filmen. Wir arbeiten mit bestimmten Kameraleuten und nehmen bestimmte Positionen ein. Gewöhnlich sind das Penny, ich selbst, Jim Desmond und Nick Duke. Und wir verteilen uns auf den vorgesehenen Bereich und filmen einfach, was passiert, genau wie immer. Und was passiert, das ist diese unglaublich aufgeregte Beziehung zwischen einem Performer und seinem Publikum. Those little people are full of fun.
Clinton aufhörte, ein Niemand zu sein und ein Star wurde. Vom Typ Rockmusiker. Plötzlich mussten ihn alle ernst nehmen. Vorher konnte er keine Kameras dazu kriegen, ihm zu folgen. Und jetzt klebten sie alle an ihm. Das zu erleben, ist ein elektrisierender Moment. That's a very electric moment to witness and to happen to somebody. And I'm sure as a person to kind of step into Für jeden, der in eine solche Rolle hineintritt und plötzlich berühmt wird, egal ob Musiker, Politiker oder Schauspieler, ist die entscheidende Phase der Tag davor. Dann müsste man in die Psyche blicken können. You know, to get into that psyche would be an interesting story. Wir versuchen in unseren Filmen, ein Gefühl zu vermitteln von dem, was vorgeht, und zeigen Aspekte unserer Kultur. Wir interessieren uns für die Beziehung zwischen Performer und Publikum. Danach suchen wir in unseren Filmen, auf individuellere Weise als andere Filme das tun. Das Mädchen, das weint, ist so ein Beispiel. Oder es gibt eine bemerkenswerte Szene in dem Depeche Mode-Film. In einem Song begeht ein Mädchen Selbstmord. Und man sieht im Publikum ein Mädchen, das das schauspielerisch mitvollzieht und wie es weint. Das ist das Bewegendste, das man je gesehen hat. Das ist so eine Beziehung. So etwas kann ein Performer im Publikum bewirken. Und es gibt unterschiedliche Publikumstypen. In den 60er Jahren war das Publikum viel individualistischer. Irgendwie hatte jeder noch seinen ganz eigenen Raum für seine Beziehung zu dem Performer auf der Bühne. Everybody was kind of in their own space and dealing with the performer on stage. And that was one of the things that really struck me when we did the Depeche Mode. Das hat mich wirklich umgehauen in dem Depeche Mode Film und auch in dem Westernhagen Film. Das Publikum agierte als Masse gegenüber einem gottgleichen Performer. Das war erschreckend und zugleich faszinierend. Insbesondere in dem Depeche Mode-Film. Das haben sie benutzt, um Stimmen zu kriegen. Aber das war ja ganz natürlich, denn er mag diese Musik wirklich. Dieser Rockmusiker ist auch ganz interessant. Angeblich ist er der illegitime Sohn von Jerry Lee Lewis, ein phänomenaler Pianist. Er spielte in der Wahlnacht.
But I think Clinton's, you know, your role. Aber Clinton wurde selber zu einer Art Rockmusiker, als er zur öffentlichen Figur wurde. Das wurde seine Rolle. Einer der interessantesten Momente war, als Perot sich aus dem Wahlkampf zurückzog. Das war der Moment, als Clinton aufhörte, ein Niemand zu sein und ein Star wurde. Vom Typ Rockmusiker. Plötzlich mussten ihn alle ernst nehmen. Vorher konnte er keine Kameras dazu kriegen, ihm zu folgen. Und jetzt klebten sie alle an ihm. Das zu erleben, ist ein elektrisierender Moment. They all were glued to him, and that's a very electric moment to witness and to happen to somebody. And I'm sure as a person to kind of step into Für jeden, der in eine solche Rolle hineintritt und plötzlich berühmt wird, egal ob Musiker, Politiker oder Schauspieler, ist die entscheidende Phase der Tag davor. Dann müsste man in die Psyche blicken können. You know, to get into that psyche would be an interesting story. Marius hatten wir nie zuvor gesehen. Wir kommen ja aus den USA. Wir sahen ihn erst bei einer Probe in Hamburg 5 Tage vor dem ersten Konzert. Und bei der Probe spielt man nicht voll aus. Und ich sagte zu dem Produzenten, macht er das so auch auf der Bühne? Die Bühne war monumental. Das war die größte Bühne, die wir je gefilmt haben. Bleibt er in der Mitte stehen, wie bei der Probe? Oder was macht er? Und der Produzent sagte, nein, nein, er läuft überall rum. Und dann war es soweit. Es war so, wie wir The War Room gefilmt haben. Oder irgendeines der anderen Konzerte. So, wie wir wirkliches Leben filmen. Wir arbeiten mit bestimmten Kameraleuten und nehmen bestimmte Positionen ein. Gewöhnlich sind das Penny, ich selbst, Jim Desmond und Nick Doop. Und wir verteilen uns auf den vorgesehenen Bereich und filmen einfach, was passiert, genau wie immer. Und was passiert, das ist diese unglaublich aufgeregte Beziehung zwischen einem Performer und seinem Publikum. Wir haben die Zelle, das weißt du.